Rutsch. Kann man hier vielleicht schon irgendwas machen? Den Baum anhauen? Oder? Wow. Was? Was? Hey. Oh. Das Ding ist jetzt schon befreit worden. Warum auch immer. Ich laufe mal direkt drauf zu. Schneller. Wow. Genau. Okay, Schild, 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 Schild. Hallo? Chaoswesen von Iselis. Ich glaube, ich habe eine Schwachstelle gefunden. Oh, kriegt er keinen Schaden, wenn ich die Hand hau? Au. Oh. Was? Warum hast du mich getroffen? Und instant tot. Dieser Boss ist sehr, sehr komisch. Also zum einen, wenn der einfache Weg, den Boss zu töten, darin bestand, einfach nur den Baum zu hauen, bevor man die Sphären aktiviert, dann habe ich dazu keine Chance mehr. Weil er jetzt schon komplett befreit ist. Dann konnte mich der Baum treffen, obwohl die Hand relativ weit vor mir auf dem Boden aufgeschlagen ist und keine Druckwelle verursacht hat, hat mir damit recht gut Schaden gemacht. Und dieses Feuerding hat mich gewonnen-hittet. Was schon mal eine Leistung ist, denn ich habe doch recht viele Lebenspunkte. Und ich guck mal kurz. Also wenn ich jetzt hier da lang laufen würde, dann würden wir genau den gleichen Weg gehen wie eben. Ich guck mal kurz, ob es vielleicht schneller geht, wenn wir hier runterlaufen. Also hier kamen wir vorhin... Oh, das ist ja Loot. So. Hier kamen wir vorhin hoch. Aber es gab von unten, also von, ne, wo wir angekommen sind, auch einen Weg weiter runter. Wobei das zu den Dinos vielleicht führt. Oh. Kaputt, kaputt. Aber das One-Hit regt mich auf. Was für eine Ausrüstung haben wir? Wir haben Flammenschutzregen. Ja, wir haben Flammenschutzregen. Wir haben viele Lebenspunkte. Wir wurden gewone-hitted. Also ich habe da definitiv was falsch gemacht. Vielleicht hat er auch so einen Schutz, dass man nicht zu nah an ihn rangehen darf. Sonst ist man instant tot. Damit man da nichts ausnutzt oder so. Oh, warte. Ja, hier ist falsch. Gut. Gut, dass ich das wenigstens jetzt weiß. Da unten geht es nämlich zu den Dinos. Und ich will nicht zu den Dinos. Das heißt, ich werde dich auf keinen Fall anfassen. Oh, warte. Doch, tue ich. Ja, tue ich sogar. Du, komm her. Teleportieren. Tochter des Chaos. Jo. Können wir ein bisschen abkürzen. Du... Einmal aktivieren, damit wir hier respawnen. Und jetzt der wahrscheinlich definitive Weg zu dem Chaoswesen. Wir laufen hier hin. Kommen gleich unten an. Drehen uns so um, dass wir unten bei den Treppen so ein leichtes Lava-Glühen sehen. Oder einfach nur rotes Leuchten. Das wäre da. Da fallen wir gleich ein bisschen runter. Hier. Dann drehen wir uns einmal um. Nein. Dann gehen wir hier links durch. Springen da drauf. Fallen hier runter. Das müssen wir jetzt jedes Mal machen, wenn wir sterben. Und wir werden gewonnen-hit. Oh Mann. Ja. Dann da lang. Und wenn das jetzt wirklich häufiger passieren sollte mit dem Sterben, wovon ich irgendwie ausgehe, dann werde ich das Hinlaufen zum Boss wahrscheinlich rausschneiden. Weil, ich werde jetzt noch ein, zwei Mal theoretisieren können, was ich besser mache und so weiter. Aber wenn wir dann einfach instant wieder runtergeschleudert werden in ein Loch, dann gibt es nicht viel Nachbesprechung, das ich machen muss zu dem Bosskampf. Und nicht wirklich viel Neues, was ich dazugelernt habe. Außer, dass das Spiel manchmal ein bisschen unfair ist.
Ja, gut. Also seid ihr vorgewarnt. Hier können wir auch nicht abkürzen. Du? Wieso hast du uns vorhin eigentlich gehauen? Wir hätten doch eigentlich viel zu schnell weglaufen müssen. Ich bewahre mal Stamina auf und laufe jetzt schnell an ihm vorbei. Und springen. Ja, okay. Springen ist das Mittel der Wahl. Jetzt zickzack laufen. Yay. Yay. Oh. Okay, alles gut. Oh, da kommt was. Ne, gut. Heilung. Dann von hier aus. Die Wurzeln sind doof. Obwohl, dem Spiel würde ich zutrauen, dass genau sowas ein Hinweis ist für den Bosskampf. Dass man überall Wurzeln sieht und dass Wurzeln im Weg liegen und so weiter. Und dass man anhand von dieser obskuren Information darauf kommen soll, dass man bei dem Boss an einer Wurzel irgendwas machen muss. Ja, weiß ich nicht. Also, es gibt keinen neuen Gameplan. Wir laufen da jetzt hin. Ich werde diesmal nicht direkt auf ihn zulaufen. Im Gegenteil, ich werde Abstand suchen und erstmal gucken. Weil der Boss ist zwar befreit, dieser rote in dem Baum, aber jetzt sind die Kugeln ja doch noch da. Wir können die Kugeln jetzt nochmal hauen und sie machen irgendwas anderes. Also nehmen wir Schild hoch. So, Schild hoch. Aha, das können wir blocken. Nicht komplett, aber größtenteils. Da ist ein Weg in die Mitte, oder? Ja, da ist ein Weg in die Mitte. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich falsch stand. Also es waren mehrere Feuer, Säulen, kann man wohl sagen, auf dem Boden. Aber ich hätte schwören können, dass ich nicht auf einer stand. Es kann sein, dass das ganze Gebiet heiß wird und nur die Feuersäulen irgendwie ein optischer Effekt sind. Und was hätte ich da jetzt machen sollen in der Phase? Wahrscheinlich, na, hinter der Säule Deckung suchen ist Wayne, weil das ein Flächeneffekt war. Und zwar von oben anscheinend. Also hinter der Säule wohl nicht. Vielleicht einfach aus dem Wirkungsbereich rauslaufen? Also Schild. Oh. Das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob mein Schild oben war oder nicht. Aber ich glaube, ich habe es hochgehalten, weil ich wenigstens versuchen wollte, zu überleben. Ja, weiß ich nicht. Also eventuell hätte ich Schild hochhalten sollen. Eventuell hätte ich die Zauber vielleicht nochmal anpassen sollen, dass ich dieses Blitzschweiß-Dingens habe, um weniger Feuerschaden zu bekommen. Kann ich jetzt so nicht sagen. Was ich allerdings definitiv sagen kann, ist, dass in der Mitte, vor dem Baumboss, man eine Wurzel sah, die ähnlich geformt ist wie die Dinger da. Also sind quasi, naja, nicht Leitern, sondern Stege hoch. Was war das gerade Rotes? Da ist was Rotes. Der da hat rote Augen. Du? Da meinte auch jemand in den Kommentaren was. Hau das komische Facehugger-Ding mit den roten Augen. Yeah, okay. Sonnenlichtmade. Was bist du? Bist du ein Verbrauchsgegenstand? Wahrscheinlich nicht. Bist du irgendwas hiervon? Nein, Schlüssel. Ganz viele Schlüssel. Bist du ein Helm? Ich will dich nicht aufsetzen, das hat den anderen Typen in Wahnsinn getrieben. Ich glaube, das ist keine so gute Idee, dich aufzusetzen. Ja.
Ein widerlicher Parasit, der im verlorenen Isalis haust, vollkommen bewegungsunfähig, aber lebendig. Da er auf dem Kopf getragen gleißendes Licht verströmt, nennt man ihn auch Sonnenlichtmade. Ja, nee. Wie gesagt, der gute Solea hat sich so ein Ding auf den Kopf gesetzt, weil er wahrscheinlich strahlen wollte wie eine Sonne. Ja, ist die Frage. Solea war vorher schon ganz schön angeknackst. Also, ne? Im ganzen Spielverlauf wird er immer depressiver und durchgeknallter. Ist er jetzt durchgeknallt, hat sich so ein Ding auf den Kopf gesetzt, um so zu tun, als wenn er eine Sonne wäre? Oder... springen. Oder war noch einigermaßen gut drauf, hat sich das Ding auf den Kopf gesetzt, das Ding hat ihn übernommen und durchdrehen lassen. Ich denke eher ersteres. Das heißt, wir könnten das Ding jetzt auch aufsetzen und es würde uns nichts tun. Boah, aber einen Parasiten auf den Kopf setzen? Nee, komm. Egal, wie viel Sonnenlicht das verströmt. Im Abgrund wäre es vielleicht eine schöne Sache gewesen. Also in dem Grabmal der Riesen da, wo es so richtig dunkel war, aber nee, hier brauchen wir es nicht mehr. So, mein neuer Plan. Wir laufen schnurstracks auf das Ding zu und springen über das Loch auf diese komische Schanze, die ich gesehen habe. Ja. Es könnte hinhauen. Könnte. Muss aber nicht. Na. Lauf. Lauf, 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 lauf. So, hier wären wir wieder. Neuester Plan. Wir rutschen jetzt runter. Ich halte mich beim Runterrutschen ganz rechts. Na, ich hätte meinen Seelenhaufen einsammeln können. Ich halte mich ganz rechts. Wenn ich unten angekommen bin, gehe ich so ein ganz kleines Ticken weiter nach rechts. Und dann laufe ich geradeaus durch. Jo. So, ganz leicht nach rechts anwinkeln und lauf. Lauf, 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 lauf. Ein neuer Versuch. Ich werde jetzt wieder runterlaufen. Und dann laufen wir eventuell noch schräger. Aber das Problem ist, je schräger wir laufen, also nicht direkt auf ihn zu, sondern schräger nach rechts angewinkelt, je schräger wir laufen, desto länger brauchen wir ihn. Das ist offensichtlich, denke ich mal, für jeden. Und je länger wir brauchen, desto eher werden wir getroffen. Wir werden jetzt schon fast immer getroffen und weggeschubst. Das ist also nicht gut. Eventuell halten wir uns einfach rechts am Rand. Also wir rutschen runter, halten uns rechts am Rand, laufen am Rand lang, versuchen dann dahin zu kommen, wo die rechte komische orangene Blase war, bevor wir den Dämon da erwacht haben, und gehen von da aus dann auf dieses komische Wurzelwerk. Und es kann natürlich auch gut sein, dass ich mich vollkommen auf eine Sache fixiere. Und das Wurzelwerk nur dafür da ist, dass man später zum Lootraten kommt. Oder
hinter ein Gebiet, also hinter ihn kommt, wo ein anderes Gebiet ist oder irgendwie so. Aber mir fällt so ad hoc nichts wirklich Besseres ein. Wir hatten ja schon eine Ecke, die sah sehr gut aus. Also als wir ganz nah dran waren und die Hand uns getroffen hat, obwohl sie uns nicht hätte treffen können und so weiter, da sah es für mich so aus, als könnte ich von da aus immer wieder auf die Hand hauen und so den Boss runterbekommen. Aber er hat ja keinen Schaden genommen mit der Hand. Das ist das Komische. Das heißt, den Baum zu verletzen bringt gar nichts. Den können wir nicht mehr verletzen. Wir müssen echt das Chaoswesen finden, treffen. Und ich wüsste nicht, wie ich da mit Nahkampf auf den Rand komme. Also ja, es macht diese Feuerstacheln im Boden. Aber zum einen sind die recht klein. Zum anderen tun die dann auch weh, wenn man da kein Schild oben hat. Und ein drittes gab es auch noch, das habe ich aber gerade vergessen, weil ich gehauen wurde. Lauf. Na. Genau, also schwer zu treffen. Könnte wehtun. Das sind nicht so wirklich gute Argumente, fällt mir gerade auf. Also das wäre noch eine Alternative. Ich warte einfach, dass sie die Stacheln im Boden macht, halte mein Schild hoch. Sobald die Attacke durch ist, ist falsch. Sobald die Attacke durch ist, versuche ich an den Stachel im Boden ranzukommen und drauf zu hauen. Und dann gucken wir mal, ob das Ding so Schaden bekommt. Da. Aber jetzt erstmal noch die alte Taktik. Also die alte Taktik, die ich davor besprochen habe, vor dieser jetzigen neuesten Taktik. Wir laufen also rechts am Rand lang und versuchen immer noch auf dieses Wurzelwerk darauf zu springen.